Heute Morgen wird der Angeklagte Erkan E. ins Gericht geführt. Er soll seine Ehefrau ermordet und ihre Leiche verscharrt haben. Es ist der 7. September 2019. Mine E. wird vermisst und die Polizei nimmt ihren damaligen Mann Erkan E. fest. Doch keine Spur von Mine. Wegen eines üblen Geruchs aus der Garage des 28-jährigen Verdächtigen rufen die Nachbarn die Polizei. Es folgt ein Großeinsatz in Duisburg-Untermeiderich. Sie finden keine Leiche, aber Spuren. Offenbar war die tote Mine O. über einen längeren Zeitraum in der Garage versteckt worden. Bei der Befragung durch die Polizei gibt Erkan E. zu, die junge Mutter nach einem Streit erwürgt, dann in einem Koffer versteckt zu haben. Schließlich verrät Erkan E., wo er seine Frau vergraben hat. 3 Monate nach Mines Verschwinden finden die Beamten in einem Waldstück dann die Überreste einer Frau. Es handelt sich um Mine O.'s Leiche. Am ersten Verhandlungstag hat Erkan E. nun ein Geständnis abgelegt.